So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play von FIFA 15 der zweiten Staffel in der dritten Folge mittlerweile schon, Mann, direkt schon Sprachfehler hier zu beginnen. Naja, jedenfalls spielen wir heute gegen Manchester City. In der letzten Episode haben wir ja im Community Shield, also Meister gegen Pokalsieger, beziehungsweise Meister gegen Zweitplatzierter, haben wir ja 5-2 gegen Chelsea gewonnen. War eigentlich relativ gut für den Einstieg. 2 Gegentore bekommen war jetzt nicht so perfekt, aber komm, okay, wir sind am Anfang der Saison, wir müssen uns auch noch so ein bisschen finden. Und ja, eine Pressekonferenz haben wir vor der Brust, aber wir können hier nochmal gucken, ob hier, nö, keine Nachrichten im Büro. Schon mal gut. Nein, dann machen wir jetzt mal weiter. Ist übrigens auch ein Livestream auf Twitch gleichzeitig, also immer mal die Facebook-Seite im Auge behalten, falls du das jetzt auf YouTube guckst. Da kündige ich nämlich meist sehr kurzfristig so einen Livestream an, den du dir dann auch angucken kannst und dann kannst du dich jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, was denn in den nächsten Episoden von FIFA 15 so drankommt. Also ich nehme heute so 2-3 Folgen auf, mal gucken. Je nachdem, wie lange wir brauchen. Okay, warum habe ich jetzt nicht an der Pressekonferenz teilgenommen? Das wollte ich doch eigentlich machen. Vertragsverlängerung Daniel Sturridge. Okay, Daniel Sturridge bleibt für, ich glaube, 3 weitere Jahre bei Liverpool. Ich glaube, wir haben ihnen 3-Jahres-Vertrag angeboten. Und ansonsten würde ich doch nochmal gerne an der Pressekonferenz hier teilnehmen. Und ja, wir loben unseren Verein mal. Haben ja im Community Shield gegen Chelsea gewonnen. Und Mann, das sage ich heute aber auch oft. Naja, hier nochmal kurz gucken. Die Aufstellung können wir aber, glaube ich, eigentlich so lassen. Edin Dzeko. Ja, Alternativen gibt es eh nicht so wirklich. Okay, das ist dann unsere erste Elf heute beim Spiel gegen Manchester City. Und dann würde ich sagen, auf los geht's, los. Mal gucken, wir sind die Heimmannschaft City, gastiert heute an der Anfield Road. Wir spielen dementsprechend auch im Heimtrikot. Manchester City kann auch euch im Heimtrikot spielen. Schade, dass es die neuen Trikots alle noch nicht gibt, aber ist klar, ist noch FIFA 15. Die neuen Trikots der neuen Saison wird es dann halt erst in FIFA 16 geben. Was wir natürlich auch gemeinsam spielen werden, wahrscheinlich auch mit dem FC Liverpool, wobei ich mir bei den Transfers jetzt gar nicht mehr so sicher bin, ob man da überhaupt noch eine schlagkräftige Mannschaft hat. Wir spielen jetzt zum Beispiel, genau, das wollte ich noch ansprechen, gegen Raheem Sterling. Na gut, hier spielt er jetzt noch bei uns, aber eigentlich wäre er ja auf Seiten von Manchester City, zumindest in FIFA 16 wird er das dann sein. Und das finde ich doch schon schade und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob wir dann noch großartig konkurrenzfähig sind. Weil Sterling ist doch schon so einer der besten Spieler und mit der Übung komme ich ja gar nicht zurecht. Na, immerhin so ein paar Kartons da umgehauen. Jetzt wieder, aber das ist nichts Berauschendes, was ich hier abliefer. Fangen wir lieber an. This is Anfield. Liverpool gegen Manchester City. PremierLeague.com, so lautet die offizielle Website der Barclays Premier League. Mann, diesen Spruch sage ich so oft. Der ist fest in meinem Gedächtnis verankert. Frank Buschmann und Manny Breukmann, ja, da haben die, hat die Regie die Grafik noch nicht geändert? Eigentlich bin ich das nämlich. Frank Buschmann und Manny Breukmann sind schon längst wieder in Deutschland als Kommentatoren tätig. Und ich bin hier für die englische Premier League zuständig. Als Kommentator. Ihr Kommentator hier live auf Snook LP. Na gut, jetzt ist es live auf Twitch, aber dann später auf YouTube. So, einige Fotografen sind auch hier zum Topspiel vor Ort. Und natürlich ist es nicht nur der neue Club von Raheem Sterling, gegen den wir heute spielen, sondern auch der Ex-Club von unserem Torwart, von Joe Hart, der heute auch im Tor spielt. Vor sich hat er Glenn Johnson, Lovren, Touré, dann Moreno, Henderson, Lever, Goretzka, Sterling, Edin Dzeko sowie Daniel Sturridge. Auf der Bank sehen wir den und den und den und Rossiter und wie sie alle heißen. Und ja, die Fans singen You'll Never Walk Alone. Manchester City, ja, brauchen wir nicht sehen. Egal, Neven Subotic ist wohl jetzt im Sommer zu Manchester City gewechselt und ich hoffe, ich rede gerade so laut, ich hoffe, ich übersteuere nicht. Hoffentlich. Aber wahrscheinlich tue ich das. Hilfe. So, jetzt kann es aber losgehen. Und ich glaube, ich habe die Kinect noch aktiviert, dass sie was sagt, dass, oder dass sie mich versteht, das soll sie nicht.
Weil sonst ändern wir irgendwie die Taktik und das ist dann auch nicht gut. Connect-Anstellungen. Connect. Hilfe? Nein, Hilfe glaube ich nicht. Grundeinstellung. Connect aus. Schiedsrichterhörvermögen. Ja, können wir ja einen drin lassen, weil das ist auch so toll. Na gut, jetzt für euch YouTube-Zuschauer würde ich das nicht machen, aber man kann den Schiedsrichter wirklich so beschimpfen, dass das Management einen dann ermahnt und wenn es ganz dumm läuft, wenn man das wiederholt, dann kann man sogar als Trainer gefeuert werden. Und das finde ich auch wieder toll und ist natürlich auch wieder ein Punkt, was das Spiel realistischer macht. Und ich bin ja mal richtig gespannt schon auf FIFA 16. Ich freue mich auf die Gamescom. Mal gucken, wahrscheinlich wird das da am EA-Stand sowieso wieder so voll sein, dass man das nicht. Ja, was soll ich sagen, dass man das nicht anspielen kann oder ganz lange warten müsste. Aber gucken wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Spiel. Und ja, hab's mir noch nicht vorbestellt, aber das wird schon noch kommen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Am 24. September kommt das ganze Game in den Handel in Deutschland. Ich glaube, in Amerika einen Tag vorher. Oder in Großbritannien. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Jedenfalls mit einer Frauenmannschaft das erstmal in FIFA integriert. Was haben wir da noch für neue Features? Ja, die Abwehr soll mal wieder verbessert sein, aber das sagen sie ja jedes Jahr. Ich bin mal gespannt, was dann am Ende noch alles so Neues dazu kommt. Ich fände es ja schön, wenn es einen noch realistischeren Karrieremodus geben würde. EA hat da ja im Frühjahr, glaube ich, auch neue Mitarbeiter gesucht, irgendwie, die sich mit, waren das mit Rollenspielen auskennen? Jedenfalls irgendwie so Typen, die darauf hindeuten, dass der Karrieremodus um einiges verbessert werden soll und auch irgendwie nicht nur auf dem Platz alles stattfindet, sondern auch eher so Gespräche mit den Spielern, die dann auch hautnah dargestellt werden und so. Aber ob das kommt, ich zweifle eher dran. Und jetzt sollten wir uns wirklich mal lieber hier aufs Spiel konzentrieren, denn jetzt kommt der nächste Fehlpass und City ist hier in den ersten Minuten auf jeden Fall die deutlich bessere Mannschaft, muss ich leider so sagen. Ist aber auch einfach so. Ja, okay, jetzt wieder ein schöner Freistoß. Läuft ja alles perfekt für City im Moment, aber natürlich werden wir auch noch zu unseren Chancen kommen. City verteidigt ja auch sehr hoch, sodass wir kaum in deren Hälfte kommen. Oder dann zumindest der Ball sofort wieder weg ist, wenn wir einmal da sind. Was das Ganze natürlich wieder ein bisschen schwerer macht. Und dann wieder so ein Pass. Also im Moment läuft es noch nicht rund für uns. Mal gucken. Ja, das war abseits. Sturridge kam aus dem Abseits. Mann, 20 Minuten gespielt, noch nichts hinbekommen. Schade. Vielleicht jetzt gleich mal. City kontrolliert das hier in der Anfangsphase auf jeden Fall. Wir haben nichts entgegenzusetzen. Jetzt gibt es auch noch eine Ecke. Das war jetzt schon wieder Freistoß für uns. Ach, hätte es noch Vorteil laufen lassen können. Das hätte mehr gebracht, als jetzt in Nummer Freistoß, den der Torwart ausführen darf. Wir müssen auf jeden Fall überlegter, durchdachter spielen und nicht so ein Sch machen. Nein, also das verstehe ich manchmal nicht, dass die Spieler sich dann selbst so behindern. Also wirklich behindern. Ja, komm. So fair ist Sterling, legt den Ball für Edin Dzeko auf, der dann ganz locker zum 1-0 anschieben darf. Und das hätte ich fast vergessen. Edin Dzeko hat vor allem halben Jahr auch noch für die
hellblauen gespielt, also den haben wir ja auch im Winter nach Liverpool geholt. Und jetzt schießt er hier ein Tor gegen seinen Ex-Club vorbei. Ich glaube, das hat er auch schon in der Rückrunde gemacht. Also nichts Neues für unsere Nummer 16, unserem Stürmer, der wirklich in guter Form ist hier in der Anfangsphase der Saison. Erstes Tor in der Premier League, ist ja klar. Ist ja auch das erste Spiel. Na gut, wir hatten in der letzten Folge den Community Shield, aber das ist natürlich noch wieder ein anderer Wettbewerb als die Barclays Premier League. Und da gibt es keinen Elfmeter. Ist okay. Wir konnten uns auch nicht wirklich absetzen. Hätte ich vielleicht eher schießen sollen, aber na, ich weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Jedenfalls haben wir die Chance vertan und der Pass geht ins Nichts. Ich kann mich noch genau an den letzten FIFA 15 Livestream erinnern und daran will ich mich eigentlich gar nicht erinnern, denn ja, könnt ihr euch eigentlich selbst angucken, wobei ich glaube, ich habe es gar nicht erst hochgeladen auf YouTube, denn das war mal wieder die Nationalmannschaftskarriere als Trainer mit Irland und da haben wir ja beide Spiele hoch verloren. Ich glaube, einmal gegen, war das Deutschland? Nee, Deutschland nicht, aber ich weiß nicht. Jedenfalls haben wir verloren und deswegen will ich mich da eigentlich gar nicht dran erinnern. Gut gehalten von Joe Hart. Erstmal ruhig angehen lassen. Was macht er denn da, Freunde? Oh mein Gott. Da müsst ihr dann aber auch schneller umschalten, Jungs. Und euch den Ball zurückerobern. Das kann doch nicht sein, dass ihr dann da zuguckt und man selbst da irgendwie noch einen Spieler aussuchen muss, der möglichst nah an dem Ball ist. Ja, und da steht es dann 1:1 in der 41. Minute hier und das musste ja irgendwie so kommen, denn irgendwie haben wir ja nichts gebracht wirklich. Guck mal da, wir rennen hinterher, dann kommt die Flanke und der steht frei vor dem Tor. Und somit macht Negredo sein erstes Tor in der laufenden Premier League Saison und wir müssen jetzt mal wieder Gas geben. Raheem Sterling antwortet direkt. 2:1. So wollen wir das sehen. Vor der Halbzeit noch das so wichtige Führungstor des jungen Engländers. Das habe ich, glaube ich, in der ersten FIFA 15 Folge gesagt, in Staffel 1. Da hat Sterling nämlich in, war das Stoke City, ein Tor gemacht. Jedenfalls hat er ein Tor gemacht und das könnt ihr in der ersten Folge von Staffel 2 auch nochmal angucken, denn da habe ich das reingeschnitten und deswegen erinnere ich mich da gerade dran. Und jetzt ist der Stream hängen geblieben auf meinem Computer, aber ich denke mal, das liegt an ja, twitch.tv, stimmt soweit. Dann legt mal los und lad die Seite neu. Raheem Sterling jedenfalls hier zum 2:1 vor der Halbzeit. Und Upload, also was hast du denn, Xbox, Mann? Ich glaube, das hatten wir in der letzten FIFA-Folge auch schon. Du musst ja nichts für mich speichern, denn erstens streame ich das auf Twitch live. Das machst du schon mal nicht, Xbox. Und zweitens wird es auch noch auf YouTube hochgeladen. Also da hast du jetzt mal verloren. Upload-Dienst von Microsoft. Weiter, Jungs. Schön, Edin Dzeko ist das. Wir machen weiter und gibt keine Ecke. Erstmal der Ball wieder rausgepölt, 5 Minuten Nachspielzeit übrigens. Oh mein Gott, was macht ihr da, Freunde? Okay, das war die erste Halbzeit und ich gucke jetzt mal hier schnell, dass ich den Stream wieder anmache. Damit ich mehr Zuschauer bekomme. Nein, damit ich den Stream einfach überwachen kann und gucken kann, ob irgendetwas falsch läuft. Aber im Moment geht das eigentlich. Und ja, Arsenal, Fulham spielen irgendwie noch nicht. Ansonsten würde ich sagen, können wir einfach so weiterspielen. Ich glaube, großartig wechseln müssen wir nicht. Von daher, weiter geht's.
hier in der zweiten Halbzeit im Anfield. Heimspiel gegen den Manchester City FC. So, jetzt haben wir's. Nicht FC Manchester City FC. Und dann der Vereinsname ist ja eher so deutsch und in England heißt das ja dann Chelsea FC oder in England heißen ja fast alle FC, also Football Club. Na, da wollte Johnson durchstarten. Und jetzt verliert er den Ball und das ist gar nicht gut, denn jetzt fehlt ein Verteidiger. Ist aber nochmal gut gegangen, zumindest fürs Erste. Da ist kein Spieler dabei. Okay, alles wieder in Ordnung, alles im grünen Bereich. Und, na, hat der Torwart nochmal wirklich gut gehalten hier, diesen Schuss von Sturridge. Nicht schlecht. So, Ecke. Der Konter für Manchester City. Schaffen sie es? Anderson rennt hinterher. Und hat den Ball. Alles im grünen Bereich. Lassen wir es mal ruhiger angehen jetzt. So, wir haben Zeit. Aber doch bitte nicht sowas. Ich sag ruhig angehen lassen und dann kriegt er den Ball irgendwie nicht, obwohl das ein eigentlich gutes Zuspiel war. Ich verstehe FIFA manchmal nicht. Hoffentlich wird das in FIFA 16 besser. Also EA, bitte. So, müsste Abstoß geben. Ist, glaube ich, auch so. Irgendwer hat gewechselt. Müsste ja eigentlich nur als City sein können. Und ich würde sagen, wir wechseln auch mal zur Feier des Tages. Unsere Nummer 14 aus. Und dafür kommt nochmal Felipe Coutinho. Und ansonsten lassen wir das erstmal so, würde ich sagen. Ja. So ist gut. Wechsel. John Henderson geht. Und dafür kommt Felipe Coutinho. So, okay. Ja, bietet sich keiner an, da müssen wir lang machen. Mag ich eigentlich nicht so, denn man verliert dann doch immer das Kopfballduell, wie ihr seht. So, halbhohe Dinger will ich auch ungern machen. Denn das ist dann auch immer brandgefährlich. So, dann einmal hier bitte rüber. Leon Goretzka am Ball. Das war nichts. Überhaupt nichts. Jetzt bitte zurückkommen, Jungs. Goretzka, geh mal hinterher. Du hast dich heute noch gar nicht blicken lassen. Aber jetzt wird er ein bisschen auffälliger. Der junge Deutsche. Vom FC Schalke 04 gekommen. In Bochum ausgebildet. Nun hier beim FC Liverpool seit einem Jahr ist er, glaube ich, unter Vertrag. Oder seit einem halben? Ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher. Nee, seit einem halben. Seit einem halben. Ja, doch. So, der Wechsel bei Manchester City. Negredo verlässt den Platz der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1. Und dafür kommt mit der Nummer irgendwas. Irgendwer. Die 76 kommt, okay, aber das dauert mir zu lange. Oh, das gibt es doch nicht. Also, habt ihr die Vorlage gesehen? Und jetzt kriegen wir den Ball da nicht raus und jetzt gibt's Abstoß. Okay, wieder durchatmen. Nochmal Joe Hart. Mal da. Kein schlechter Schuss, Hart war nicht dran. Und deswegen gibt es Abstoß. Bietet sich wieder keiner an. So, jetzt mache ich mal so einen Halbhohn, also nicht ganz so weit. Und es klappt wieder nicht. Mann, das ist doof mit den Abstößen. Ich hasse das, wenn die das so zustellen. Dann kann man, wenn man kurz spielt, dann kann der Abwehrspieler das
normalerweise schön kontrollieren. Alles ist gut. Und Sterling kann auch durchlaufen. Perfekt. Na, fast die nächste Vorlage für... für Raheem Sterling, genau. Den Namen habe ich gesucht. Der Spieler, der jetzt bei Manchester City unter Vertrag steht. Für 60 Millionen... Waren das 60 oder 49? Millionen eingekauft. Spielt er jetzt. Oh, was mache ich denn da? Für Manchester City. Okay, in der zweiten Halbzeit nicht allzu viel los. Wir konzentrieren uns darauf, kein weiteres Gegentor zu bekommen. Und ja, City kriegt auch nicht wirklich viel hin. Oh, warum geht er denn nicht direkt zu Raheem Sterling? Was ist das denn für ein Rott hier, was wir hier machen? Also, ich bin wirklich so ein bisschen eingerostet, muss auch erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Aber trotzdem, sowas darf doch nicht passieren. Das sind die einfachsten Pässe, die hier nicht ankommen. Goretzka jetzt. Felipe Coutinho. War nichts und das hätte die Entscheidung sein können. Ach, Goretzka, lass den Ball doch ins Ausgehen. Mann, das sind so dumme Sachen von FIFA, wo FIFA einem die Steuerung wirklich nicht selbst überlässt. Aber jetzt kann Goretzka alles wieder gut machen, legt sich den Ball aber zu weit vor. Und eigentlich ist er ja auch eher so der defensivere Mittelfeldspieler. So, jetzt komm, jetzt macht mal was. Mist. Mist, Mist. So, unser Einwurf. 4 Minuten noch zu spielen und ich würde sagen, die nutzen wir, um noch zweimal zu wechseln. Zweimal können wir ja noch und da habe ich schon so einen Blick, nämlich hier diesen, ja, mal überlegen. Leon Goretzka und der verkommt Ibe. Ansonsten können wir nochmal für die letzten Minuten Luis Alberto bringen für Daniel Sturridge. Und Sturridge hat heute irgendwie nichts gebracht, überhaupt nichts. Und deswegen der Wechsel. Die 3 Minuten vor dem Ende dieser Partie. Also das ist echt lächerlich, dass sie solche Bälle nicht bekommen. Dann müssen die doch nochmal richtig Gas geben, damit der Ball nicht ins Aus geht. Aber irgendwie kommt das nicht so in den Köpfen der Spieler an. Na, da hätte ich faulen müssen. Dann hätten wir zwar eine gelbe Karte bekommen, wegen taktischem Foul, aber der Angriff wäre unterbrochen worden. Warum kommen wir nicht an den Ball? So wie ich mein Glück kenne, kriegen wir jetzt bestimmt noch ein Gegentor. In den letzten Minuten. Das wird nochmal richtig spannend. 4 Minuten gibt's obendrauf, sagt der Schiedsrichter. Joe Hart kann den Ball nicht festhalten und müsste Abstoß geben. Ja. Ja, und der ging dann weit über das Tor. So, und ganz vorsichtig. Bloß kein Fehlpass mehr. Das könnte unter Umständen tödlich enden. So, komm, jetzt nochmal. Schade. Aber das war's dann auch. Zum Schluss gewinnen wir, ja, mit ein bisschen Glück, unser Auftaktspiel in die neue Saison gegen Manchester City mit 2:1. Und ja, was soll ich noch sagen? War eben ein Spiel, was durch Kampf geprägt war. Also, sagen wir mal so, hätte City ein bisschen mehr Glück gehabt, hätten die auch gewinnen können. Aber letztendlich gehen wir hier als Sieger vom Platz und das ist doch das Entscheidende, oder? Arsenal gegen Fulham, die spielen wohl immer noch. Oder ist gleich erst. Jedenfalls haben wir schon mal 3 Punkte. Punkte. Wie sagt man? Punkte? Auf dem
auf dem Buckel, sage ich jetzt einfach mal, weil mir nichts Besseres einfällt. Na gut, okay, also wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Episode von FIFA 15, dann am morgigen Mittwoch. Danke fürs Zuschauen, ja, und bis dann.